Ja, so, und jetzt willkommen zu einem Let's Play Counter-Strike Source auf der Map Surf Great River Extreme. Ich wollte euch einfach mal was Lustiges zeigen. Und zwar kann man, also es gibt ja, wie schon bekannt ist, ein paar Secrets hier auf der Map. Da wäre zum einen, ja gut, hier das, aber ich glaube, das kennt man. Da wird man dann wieder aus dem T oder CT raus beschleunigt. So, aber jetzt zeige ich euch was. Dafür braucht man 4 Schritte. Nummer 1 ist ein Schalter hier über diesem D. Hier noch ein weiteres Secret, um schneller aus dem Gel rauszukommen, einfach die letzte Ziffer der Zeit unten in der Uhr, die angezeigt wird, auf diesen Blutfleck legen und einfach schießen, dann trifft man den Schalter, der oben auf dem Gel ist und die Tür öffnet sich. So, Nummer 2 ist ebenfalls ein Schalter, der sich irgendwo hier an dieser Wand befindet, also einfach mal runterrutschen und E drücken. Und für den letzten von Fraps leckt es hier irgendwie gerade ein bisschen sehr arg. Ich weiß nicht, ob es im Video hinterher auch so ist, weil ich komme mir gerade nicht so klar mit. Ja, jetzt habe ich es aber geschafft. Der nächste Schalter wäre hier um diese Röhre rum. Ich weiß nicht auf welcher Seite. Und der letzte befindet sich hier. Einmal E drücken. Und schon haben wir im Jail Laser aktiviert, das heißt, jeder, der jetzt hier reinkommt, hat die Chance auszuweichen, aber so wirklich möglich ist das nicht. Also man kann überleben, aber man schafft es, glaube ich, eher nicht. Seht ihr. Ja, und das war's auch schon jetzt hier mit dem Let's Play Surf Great River Extreme. Ja, falls ihr noch weitere Videos von irgendwelchen Counter-Strike-Sachen sehen wollt, zum Beispiel, dann lasst mal ein paar Comments da. Ich werde mich mal darum kümmern. Alles klar, haut rein.